Wenn die Börsen hochstehen und es von einem Allzeithoch zum nächsten geht, bekommen wir immer wieder die Frage, was soll ich jetzt eigentlich tun? Auf einen Rücksetzer warten und dann einsteigen oder wann genau ist der perfekte Moment gekommen? Und gerade weil wir uns ja selbst immer aus einer langfristigen Perspektive mit dem Investieren beschäftigen, ist es meiner Meinung nach ein Thema, das viel zu wenig diskutiert wird. Denn für die Finanzindustrie und einfach viele Vermarkter, also Vermarkter innerhalb der Finanzindustrie für auch andere Produkte, ist das Ganze ein Spiel mit den Emotionen und vor allem mit den Emotionen eines möglichen Crashs sehr gewinnbringend. Und daher schauen wir uns im heutigen Video jetzt einmal an, ob es überhaupt Sinn macht, auf einen Rücksetzer zu warten. In YouTube-Kommentaren oder auch in E-Mails, die ich immer wieder bekomme, ist sowas zu lesen wie: Für den nächsten Rücksetzer bin ich in den Startlöchern, um dann richtig zuzuschlagen. Die Frage, die sich daraus ergibt, oder die Folgefrage ist aber: Wann ist denn genau dieser Moment gekommen? Und wenn wir uns jetzt gleich mal den Chart des S&P 500 angucken, aus einer langfristigen Perspektive, dann sehen wir, dass diese Frage gerade in den letzten Jahren dazu geführt hat, dass viele Gewinne einem selbst einfach entgangen sind. Und deswegen springen wir dafür jetzt auch einmal kurz auf den Bildschirm und sehen hier den S&P 500 in einer sehr langfristigen Perspektive. Und gerade wenn wir uns jetzt mal hier Bereiche angucken, in denen immer schon darüber geredet wurde, das heißt hier zum Beispiel im Bereich zu einem Stand von 2000 Punkten oder auch noch kurz davor, also wo wir schon den Aufschwung nach der Finanzkrise hatten, wurden natürlich auch die Stimmen nach Überbewertung laut. Und wenn ich jetzt in einer solchen Phase mir überlege, soll ich jetzt investieren? Soll ich auf einen Rücksetzer warten? Muss man natürlich gestehen, wenn man solche Tiefpunkte wie hier oder hier auch erwischt, dann führt das natürlich dazu, dass man die Rendite steigern kann. Wenn du den Kanal schon länger verfolgst, haben wir aber auch in verschiedenen Videos ja schon beschrieben, warum Timing keine Sache ist, nach der wir streben und es überhaupt versuchen. Und gerade wenn wir uns jetzt solche Phasen angucken, wo schon alle und auch das mediale Umfeld danach schreien, ja, auf den Rücksetzer warten, jetzt ist alles hoch bewertet, dann bedeutet das noch lange nicht, dass es nicht deutlich weiter hochgehen kann. Und das sehen wir auch hier. Wenn wir uns mal anschauen, gab es natürlich hier immer noch die Möglichkeit, irgendwo perfekter einzusteigen mit einem kleinen Rücksetzer hier. Aber es sind einfach Kurse oder Einstiegsmöglichkeiten, die man seitdem nicht mehr bekommen hat und die ansonsten einem, auch hier im Tief, nichts gebracht haben, weil man hier eben langfristig, ja, diese Rücksetzer nie mehr bekommen hat zu Kursen, wo man vielleicht annimmt, ja, das wird jetzt crashen und dann kann ich einsteigen. Und das heißt, auf einen Rücksetzer zu warten, das kann teuer werden. Denn gerade in einem Umfeld, in dem wir uns jetzt befinden, von niedrigen Zinsen, von einer riesigen Geldschwemme, ist das ein Problem, was einfach insgesamt besteht. Und das, was Ray Dalio mal in einem Interview gesagt hat, das ist dadurch umso präsenter denn je. Und zwar hat er gesagt: You can't jump into cash. Cash is trash, okay? Und das heißt, dass wir uns zwei Dinge bewusst machen müssen. Erstens geht das Warten auf einen Rücksetzer mit Opportunitätskosten einher. Dass wir nicht wissen, wann und ob jemals wieder günstigere Preise irgendwann zu sehen sind. Und das zeigen übrigens auch diverse Studien. Hier zum Beispiel eine, die ich einmal einblende, was bei gutem Timing, schlechtem Timing und bei der Möglichkeit, einfach in Cash zu sitzen zu bleiben, passiert. Und das heißt, gerade durch anhaltende Geldschwemme, Geldentwertung sind das Gewinne, die uns da einfach entgehen oder auch mögliche quasi Inflation, Entwertung, wenn wir darauf warten, die wir dann einfach hinnehmen müssen. Und außerdem erkennt man an diesen Studien, dass es keinen dramatischen Vorteil hat, auf eine Korrektur zu warten oder eben Nachteile, immer investiert zu sein. Und zweitens kann die Bewertung von Aktien bzw. Unternehmen dabei helfen, die richtigen Investitionsentscheidungen zu treffen. Denn das Wissen über den inneren Wert, also den, ich nenne es mal, echten Wert eines Unternehmens, eröffnet überhaupt erstmal die Möglichkeit, herauszufinden, ob eine Investition zum aktuellen Zeitpunkt jetzt teuer oder günstig ist, beziehungsweise wie sie insgesamt zu bewerten ist. Und diese Frage müssen wir beantworten können, damit wir herausfinden, welche Erwartungen wir genau an diese Investition, die wir jetzt gerade stellen wollen, einfach stellen können. Und dadurch ist es möglich, herauszufinden, wann eine Investition mit deutlich geringerem Risiko bei viel höheren Chancen möglich ist. Und das heißt am Ende, dass diese Aktien jetzt nicht sofort steigen werden,
Aber das bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeiten insgesamt einfach auf unserer Seite liegen. Und das ist das Risiko oder das Chancen-Risiko-Verhältnis, was wir haben möchten. Und am Ende ist es nichts anderes, was die vermögendsten Investoren unserer Zeit genauso auch seit Jahrzehnten gemacht haben, tun und damit eben auch Milliarden oder auch Millionen, wenn sie etwas kleiner sind, dann eben vermehren. Entscheidend ist also zu wissen bzw. zu verstehen, was von einer bestimmten Investition erwartet werden kann oder was du davon erwarten kannst. Und das funktioniert nur, wenn du den Wert bestimmen kannst, um selbst in der Lage zu sein, herauszufinden, was du mittel- bis langfristig erwarten kannst, wenn du jetzt in eine bestimmte Aktie zum Beispiel investierst. Und genau damit beschäftigen wir uns für unsere eigene Geldanlage, da es darum immer geht, qualitativ hochwertige Aktien zu attraktiven Bewertungen zu kaufen. Daher denk einfach für dich mal darüber nach, ob es Sinn macht, immer zu warten oder einfach die Möglichkeit zu haben, zu erkennen, welche Investitionen wann sinnvoll sind. Und wenn du das Ganze vertiefen möchtest, dann haben wir ein staatlich geprüftes und zugelassenes Ausbildungsprogramm, mit dem wir genau das lehren und genau zeigen, wie wir es selbst für unsere eigene Geldanlage 1:1 machen. Und wenn du das Ganze für dich herausfinden möchtest und das für dich interessant klingt, dann geh jetzt einfach auf www.deltavalue.de und vereinbare einfach einen unverbindlichen Termin für ein Erstgespräch. Dann kann da alles weitere geklärt werden. Ansonsten wünsche ich dir bis dahin erstmal allzeit gute Investments. Bis zu einem der nächsten Videos.